Heute sind wir in Bern, wie man hier gut sieht, auf einem grossen Screen hier bei der Firma SPI. Und der Andres Gies erwartet mich schon hier rein. Hey, ich bin gespannt, wie das hier innen aussieht. Andres. Herzlich willkommen, Pascal. Danke vielmals. Freut mich. Fantastisch. Komm rein. Du hast ja eine Tribüne extra für mich aufgestellt. Das erinnert dich wahrscheinlich an die Champions League, gell? Absolut. Die Champions League war fantastisch zum Spielen, by the way. Und die Champions League ist heute auch hier bei der SPI. Ich werde dir das zeigen. In voller Länge. Wir haben ein langes Gebäude hier, wir haben riesen Räume und wir haben eine Tribüne. Super. Ja. Schau, Pascal, ja. Hier hat es den ganzen Stock, wo wir sind. Sind jetzt für etwa 80-90 Mitarbeiter. Wir haben jeden Raum und jeden Arbeitsplatz hier symbolisiert. Okay. Und wir können durch IoT, also Internet of Things, das ist das, wo man Automationen macht in den Gebäuden und mit Technologien, können wir eigentlich jede Lampe, jeden Arbeitsplatz können wir von hier aus managen. Wir können Strom sparen mit dieser Lösung hier. Wir können Lichtzonen ein- und ausschalten. Und man sieht dann auch, das zeige ich dir beim nächsten Tool, das wir haben, man sieht dann auch, wer wo arbeitet. Aber sagen wir mal, sind ihr fixe Arbeitsplätze? Nein. Oder? Nein, aha, okay. Das ist nicht fix. Das ist wirklich first come, first serve. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Pult, Elektronikteil. Gehen da den Lampen vorbei. Wir sehen hier überall die schwarzen Fältchen unten dran. Das sind Sensoren. Die hier, oder? Das sind Sensoren. Das ist wie beim Spieler, wenn er sein, Interface genau, hat. Genau, ja, genau dasselbe. Dann sehen wir hier, das ist eine andere Heatmap. Aha. Da sehen wir eigentlich das, was du vorher hast gesehen, Mitarbeiter. Du siehst, wo Plätze frei sind, wo sie besetzt sind. Man sieht auch hier die einzelnen Räume. Das sind die Meeting-Rooms. Mhm. Ich mache so auf die Art da. Wir haben hier zum Beispiel Mulberry. Da siehst du den Raum, wie er aussieht, ob du den brauchen oder nicht. Und könntest ihn hier jetzt auch gerade buchen. Super. Gut, super. Gehen wir weiter. Ja, gehen wir weiter. Ja. Und jetzt kommen wir zuerst mal zu der Laubeck. Dürft ihr einladen? Wir fahren rechts oder links? Wo du willst. Wir fahren jetzt auf die Schatzalp rauf. Gut. Jetzt gehen wir schauen mal, ob unsere Außenwelt noch etwas gehört von uns. Finde ich gut. Wow. Gut. Schalldicht. Frische Luft hat es drin. Es hat Strom drin. Mhm. Und auch das ist ausgerüstet mit Cisco Equipment. Top. Dann wären wir hier beim Eichholz gelandet. Was ich dir hier noch kurz zeigen kann, ist auch, wenn ich jetzt in so einen Meetingraum ankomme, dann habe ich hier so eine Cisco WebEx App zum Beispiel. Und ich kann den Raum hier, Eichholz, das hat es automatisch angezeigt. Kannst du. Und jetzt verbinde ich mich hier verbinden. So. Und schon bin ich eigentlich parat zum Übertragen, was immer ich auch will. Top, top. Wirklich super. Gut. Das ist eigentlich das Highlight. Das ist in der Champions League ein Teil, ein kleiner technischer Teil noch. Was uns eigentlich ermöglicht, das Ganze zu machen, ist die Technologie von der Cisco, Software von der Cisco. Das ist das, was uns eigentlich hier weiterbringt. Plus dann das Orchestrieren, das ist unsere Leistung, unsere Services. Das Orchestrieren von Architektur, von Räumen, Aufteilungen, von der Technologie und eben in dem ganzen New Way of Working, der Bereich, dass wir den abschliessen können. Ich danke dir, dass du gekommen bist. Danke dir vielmals, Andres, für die eindrückliche Tour. Sehr eindrücklich. Champions danke, League. Dass du da warst. Champions League ist hier zu gewinnen. Euch alles weiterhin. Grosser Erfolg, danke viel Erfolg vielmal. Und sehr eindrücklich. Danke vielmals. Gute Zeit, Pascal. Danke. Besten Dank. Champions League! Hast du gehört? Wegen dem müssen wir jetzt nochmal. Nein, nein, der ist geil. Der ist geil. Der ist geil.